Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Bücherwoche, die zwar mit 6 Büchern scheinbar sehr, sehr gut gelaufen ist, man aber dazu sagen muss, dass ich 2 Bücher davon abgebrochen habe und auch der Rest, also wobei doch, es waren auch sehr gute Bücher dabei, aber die 2 Abbrüche, ach, die haben mich fast in eine Leseflaute gestürzt. Also da habe ich echt gedacht, da hast du kein gutes Händchen gehabt bei der Wahl. Und vor allem sind diese 2 Abbrüche auch noch direkt hintereinander gekommen. Ja, da hat dann manchmal nur das gute Hörbuch weitergeholfen, beziehungsweise habe ich auch eine Serie auf Netflix geguckt. Und ja, das konnte mich dann so immer ein bisschen beruhigen und über die Aufregung der abgebrochenen Bücher so ein bisschen, ja, mich wieder herunterbringen. Ich packe die Bücher und die Zeitstempel unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auch verschiedenste Verlinkungen werde ich immer unten hinpacken. Und ihr findet auch mein Instagram und so weiter. Also schaut da gerne mal vorbei. Jetzt erst die Bücher im Schnelldurchlauf. Ja, die Woche hat eigentlich noch recht gut begonnen. Beziehungsweise habe ich The Bewitching of Evelyn Jones von Phil Hicks noch am Sonntag angefangen. Schnell noch das englische Buch im Januar reingequetscht. Und das war auch noch ein guter Auftakt in dieser Woche. Dann kamen die beiden Abbruchbücher, Der lange Winter am Ende der Welt von Julie Harris. Es ist ein Winterbuch. Ich dachte, ja, es macht vielleicht gerade noch Sinn. Dann ging es weiter, Die Jahre ohne uns von Barney Norris. Ja, auch ein Buch, das ich abgebrochen habe. Es ging winterlich weiter mit Jeffrey Archer und Berg der Legenden. Es passt einfach gerade in die Jahreszeit und da wollte ich dem Buch auch eine Chance geben und es wurde nicht abgebrochen. Dann gehört habe ich die ganze Woche eine ganz dumme Idee von Fredrik Backman. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ist ja ein Schwede. Und ja, ich hoffe, man spricht es einfach so aus. Und dann am Sonntagabend habe ich noch zum Das unvollkommene Leben oder Wie das Glück zu Samuel fand von Francesc Miralles gelesen. Ah, ich glaube, das geht mit dem Licht ein bisschen schlecht, aber ich hoffe, das geht ganz gut. Ja, ein kleines süßes Buch, an dem ich Sonntagabend noch dachte, ach, das kriegst du in die Woche noch unter. Ja, ich war doch recht motiviert und habe mich auch wirklich durch die schlechten Bücher nicht so quälen lassen und oder runterziehen lassen oder die Flaute ausbreiten lassen. Nein, direkt zum nächsten Buch. Das ist wie wenn man vom Pferd fällt, einfach direkt weitermachen. Wir starten aber die Woche mit dem letzten Buch des Januars und zwar The Bewitching of Evelyn Jones von Phil Hicks. Ich habe den ersten Teil im letzten November ja gelesen und absolut geliebt, war für mich wirklich ein Jahreshighlight, steht auch irgendwo hier als echtes Buch. Bei dem zweiten Band habe ich mich dann für das E-Book entschieden, weil es wirklich relativ günstig, ich glaube 3 oder 4 Euro bei Amazon gekostet hat und ich dachte, günstiger bekommst du es nicht, da greifst du zu. Ich habe auch das zweite Buch jetzt in Englisch gelesen und mein Vorsatz war ja so ein bisschen für dieses Jahr, so jeden Monat ein englisches Buch zu lesen. An dem Sonntag dachte ich so, jetzt hast du nur 2 Tage Zeit, mach das mal. Und da das Buch jetzt auch nicht so dick war, ja, habe ich das auch tatsächlich noch im Dezember, nein, im Januar hinbekommen. Und ja, es gibt diese Bücher natürlich auch schon im Deutschen, beide sind übersetzt. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es irgendwie weitergeht. Theoretisch kann man die Geschichte durchaus weiter erzählen. Ich habe nur jetzt auch im Englischen noch keinen dritten Band gesehen. Die Bücher werden empfohlen ab 9 Jahren. Und da würde ich auch absolut mitgehen und sagen, dass das durchaus etwas für größere Kinder ist. Also im Sinne von ab 8, 9, 10 Jahren. Und eben dann auch schon wunderbar zum Selbstlesen ist. Ja, wir treffen wieder auf Evelyn Jones, die wir schon auf den ersten Teil kennen. Und die verbringt jetzt ihre Sommerferien nicht wie ihre Freunde irgendwie am Sonnenstrand und Meer, sondern in Norton Rick. Und das ist ja ein total langweiliger, sehr, sehr kleiner Ort. Und Evelyn weiß nicht so richtig mit ihrer Zeit anzufangen. Sie liebt natürlich Bücher, sie liest viel und eines Tages findet sie dann in diesem Ort eben auch einen uralten Steinkreis hinter ihrem Ferienhäuschen und trifft dort dann auch auf ein unbekanntes Mädchen. Und Evelyn selbst ist direkt sehr angetan von Hazel, dem unbekannten Mädchen. Und ja, Hazel scheint so das ein oder andere Geheimnis zu haben, beziehungsweise auch Geheimnisse dieses Ortes zu kennen. Und so verbringen die beiden dann auch relativ viel Zeit miteinander, bis ja, Hazel ihr, also Evelyn dann eben auch erzählt, dass dieser
Steinkreis, den sie gefunden haben, eben aus Hexensteinen gebaut wurde und Wünsche erfüllen kann. Doch so richtig wohl, ja, fühlt sich Evelyn mit dieser Geschichte nicht und auch so mit den Geheimnissen nicht, aber das lösen wir dann gemeinsam mit Evelyn Jones eben auch auf. Es war ein ganz, ganz tolles Buch. Ich muss wirklich sagen, diese Reihe begeistert mich immer wieder. Ich fand jetzt auch den zweiten Band richtig toll. Ich finde es richtig schön, wie dieser Gruselfaktor so eingebaut wird, wie das atmosphärisch ist, wie das mysteriös ist, wie auch Evelyn Jones uns so präsentiert wird, wie wir sie immer kennenlernen. Und das macht mir wirklich großen, großen Spaß. Ich möchte sagen, dass der zweite Band nicht ganz so gruselig ist wie der erste, was natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass er eben selbst im Sommer spielt. Ich fand ihn dadurch ein bisschen schwächer. Weil das Besondere für mich am ersten Band schon so dieser Gruselfaktor war und wirklich wie toll das gemacht wurde, dass selbst ich als großes Kind sozusagen immer so diesen Schauermoment irgendwie gespürt habe. Das hat mir im zweiten Band ein wenig gefehlt. Der Schreibstil ist aber richtig toll, er ist sehr atmosphärisch, hat sehr viel Spannung, ist auch wirklich sehr kurzweilig erzählt und wir sind hier eben auch mehr an einer Küste. Nein, wir sind hier nicht mehr an der Küste wie bei Band 1, sondern eher auch ein bisschen ländlich unterwegs. Und das hat für Hicks dann für mich auch sehr, sehr gut gemacht. Das hat er toll umgesetzt. Dieses Kleinstadtfeeling kam sehr gut rüber, auch mit so diesen Halloween-Bräuchen, die so ein bisschen erzählt wurden. Das fand ich richtig, richtig gelungen. Man lernt eben auch Evelyn Jones viel besser jetzt im zweiten Band kennen. Und ich bin super gerne mit ihr unterwegs. Also ich hoffe, dass wir da noch einige Bände von ihr erzählt bekommen. Und wir treffen eben auch im zweiten Band aus Charaktere aus Band 1 und das fand ich eben auch einfach besonders schön. Also das hat mir auch große Freude gemacht, mir viel Spaß gemacht, wenn man da im Grunde einfach so ein bisschen enger zusammenwächst. Das hat mir super gut gefallen. Das Abenteuer war wieder richtig schön mysteriös. Es gab auch einige unheimliche Momente. Für meinen Geschmack hätte es ein bisschen gruseliger sein können. Und ja, das muss ich definitiv sagen. Ich mag es sehr, dass wir an Evelyn sehr nah dran sind, dass wir trotz der ja, dritten Personenerzählung eben doch einfach sehr nah an ihren Gedanken sind, Gefühlen, an ihren Zweifeln, an ihren Dialogen. Und das macht aber sehr viel Spaß. Also das hätte man für mich auch gar nicht anders machen müssen. Natürlich bevorzugt man oft in solchen Geschichten ja eine Ich-Perspektive. Phil Hicks schafft es hier aber wirklich auch in der dritten Person, das richtig nah wirken zu lassen. Das Problem so ein bisschen an dem E-Book sind ja oft die Illustrationen, die im ersten Band ja sehr schön waren, die auch im Deutschen, so wie ich das in den deutschen Büchern gesehen habe, sehr schön sind. Hat mir gut gefallen, aber natürlich durch das Schwarz-Weiß wirken sie ein bisschen anders. Ich fand das jetzt aber nicht weiter schlimm. Also das muss ich ganz klar sagen. Das wäre jetzt, ist jetzt kein K.O.-Kriterium für mich. Ich habe mich nun mal für das E-Book entschieden und kann da gar nicht erwarten, dass die Grafiken so schön sind wie im echten Buch. Und ja, dementsprechend fand ich das richtig toll, richtig schön. Hat mir sehr gut gefallen und ist wirklich auch ein Kinderbuch, wo ich, glaube ich, so mit 9, 10 Jahren das wirklich gefeiert hätte, mich gefreut hätte, mich da auch eingekuschelt hätte. Und es hat eben auch perfekt einfach noch so in den Januarwetter sozusagen gepasst. Und mit ein bisschen mehr Gruselfaktor wäre es definitiv auch ein Highlight geworden. Ich bin da mega neugierig, ob es einen dritten Band geben wird und ja, in welche Richtung der dann sein wird. Freue mich da aber definitiv, wenn es in diesem Buch, in dieser Buchreihe dann weitergeht. Kommen wir dann zum ersten abgebrochenen Buch dieser Woche, und zwar Der lange Winter am Ende der Welt von Julie Harris. Habe ich nach circa 100 Seiten von, ich glaube, knapp 310 abgebrochen. Ich hatte mir das Buch letzten Winter oder letztes Jahr ertauscht, weil ich irgendwie über entweder die Autorin gestolpert bin oder über dieses Buch, ich aber nicht mehr richtig weiß, wo ich es her hatte und es jetzt irgendwie dachte, gut, es ist Winter, es wird Zeit, dass du im Februar jetzt nochmal die Winterbücher angehst und vielleicht ist das auch mein Problem, dass es imaginär eben tatsächlich irgendwie auf einer Leseliste stand, so gedanklich für den Winter. Aber ja, jetzt ist nun mal Winter und da bieten sich diese Bücher natürlich an. Wir sind hier im Jahr 1926, richtig. Da versucht der junge Pilot Robert Shaw einen Rekord im Alleinflugzeug aufzustellen. Er will im Nordpazifik, ist er unterwegs, kommt in einen Sturm und ist also in der Arktis unterwegs und stürzt dann dort eben auch ab. Er wird dort dann von den Inuit geborgen und auch gesund gepflegt. Doch die Anpassungen an diesen ewigen Winter, die sind für ihn nicht so einfach und schnell kommt sich Robert auch sehr unnütz vor und denkt dann eben auch so über Selbstmord nach.
Er beginnt auf ein paar geretteten Blättern, also durch seinen Aufprall fand er eben noch ein paar Blätter, eine Art Tagebuch zu führen und erzählt uns eben in Rückblenden, wie er sein vergangenes Leben sieht und was ihm auch das Fliegen bedeutet. Und ich muss sagen, das Buch war einfach unfassbar langweilig. Also es war wirklich, ich habe mich schon so nach 30, 40 Seiten gedacht, oh, in welche Richtung wird das gehen? Das ist so überhaupt nicht das, was ich irgendwie davon erwartet hätte. Und dann nach 100 Seiten dachte ich, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, hier irgendwie weiterzulesen. Es war unfassbar viel Schnee, es war nur Eis und es war nur Kälte, was ich jetzt gar nicht schlecht finde. Ich finde ja zum Beispiel auch Terror von Dan Simmons richtig toll oder auch Der Berg von ihm richtig toll. Da sind wir auch nur im kalten Eis unterwegs. Aber wenn so keine Spannung aufkommt, ich fand es einfach, ja. Ich fand auch den Sprachstil sehr holprig. Vielleicht liegt das an der Übersetzung, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kam nicht mit diesem Stil irgendwie zurecht, ich kam nicht in die Geschichte rein. Es war schon irgendwie eine interessante Grundstimmung, aber die Spannung baute sich überhaupt nicht auf und es gab auch irgendwie keinen Grund, die Geschichte weiterzulesen. Also ich habe wirklich so auf Seite 50, 60 gedacht, ja, wo soll das hinführen? Was mache ich hier? Warum ist er dort? Warum schreibt man so eine langweilige Geschichte? Und ich möchte auch gar nicht, also na, es ist natürlich immer Geschmackssache, gar keine Frage. Ich kam einfach nicht rein und ich fand es auch sehr langweilig. Ich fand auch, dass die Rückblenden es einem als Leser nicht leicht gemacht haben, um dann eben der Geschichte zu folgen, auch wenn der Zwiespalt von Robert dann natürlich schon spürbar irgendwie war. Man konnte es irgendwie nicht nachvollziehen. Und es ist auch sehr wiederholend gewesen, was es eben auch als Leser nicht sehr einfach gemacht hat. Also wenn er dann in seinen Tagebucheinträgen oft so das Gleiche niederschreibt, da dachte ich, ja, ich habe schon verstanden, dass du dir unnütz vorkommst. Ich habe verstanden, dass dir deine Freunde fehlen. Also natürlich sind das Gefühle, die er wahrscheinlich hatte und was uns auch so vieles erklären sollte. Aber ich komme in der Geschichte nicht voran. Und das war auch so was, wo ich so dachte, ja, jetzt, was soll jetzt irgendwie noch Spannendes kommen? Also es war leider sehr langweilig. Es war tatsächlich ein sehr, sehr langer Winter, den ich hier gelesen habe und der mir leider nicht gefallen hat und der auch bei mir ausziehen wird. Also leider keine Empfehlung von mir. Auch das nächste Buch, zu dem ich am nächsten Tag gegriffen habe, konnte mich nicht begeistern, wurde ebenfalls abgebrochen und zwar Die Jahre ohne uns von Barney Norris. Ist tatsächlich schon ein etwas älteres Rezensionsexemplar, was irgendwie, ich glaube, so im März, April, Mai letzten Jahres bei mir eingezogen ist, wo ich aber auch nicht so richtig in der Lage war, so ein Thema einfach zu lesen. Jetzt dachte ich irgendwie, ja, ich bin jetzt bereit. Ich habe mir jetzt mal meine ganzen offenen Rezensionsexemplare auch einfach mal in eine Liste gepackt und auch die E-Books mal so ein bisschen optischer hervorgehoben und ja, dachte, jetzt befreist du es einfach vom Sub. Es ist natürlich schade, wenn Rezensionsexemplare länger liegen. Das tut mir auch wirklich immer leid, aber es war im letzten Jahr eben auch nicht immer so einfach, die Lektüre, für die man sich vielleicht noch vor März, sag ich mal, begeistert hat. Ja, das war manchmal dann danach eben einfach ein bisschen anders. Aber ja, jetzt war ich eigentlich bereit, muss aber sagen, nach 70 Seiten war dann in dieser Geschichte auch Schluss. Es geht in dieser Geschichte, oder besser gesagt, wir blicken mit zwei älteren Menschen auf ihr Leben zurück. Diese sind nicht ganz optimal verlaufen. Und was eben auch immer klarer wird, wenn diese uns dann ihre Geschichte eben aus diesen Rückblenden auch erzählen. Sie erzählen uns von ihrem Leben und auch, dass sie sehr einsam war. Also besonders unsere Protagonistin, deren Namen ich verdrängt habe und auch nicht notiert habe. Und sie erzählt uns eben dann, dass sie sich am meisten wohlgefühlt hat, wenn sie in ihrem Garten unterwegs war und dass sie dort eben ihre Freude gefunden hat. Sie hadert aber dann auch mit dem Verlust ihres Vaters, auch wie die Familie so danach reagiert hat. Als er eben dann auch die verlassen hatte und wie er dann krank wurde. Und ich, ja, tat mir einfach mit dem Thema ein bisschen schwer. Also ich würde gar nicht sagen, dass es alles am Buch lag. Ich glaube, dass auch vieles bei so Verlust von Eltern an mir noch liegt. Ich habe nicht ganz ein Drittel geschafft, weil ich es einfach furchtbar langweilig fand und das Gefühl hatte, man wollte ständig nur Mitleid
erhaschen. Es war sprachlich nicht schön, es hat mich auch nicht berührt, es hat mich auch emotional gar nicht abgeholt, wo ich ja dachte, oh, da verliert jemand seinen Vater, das ist schon sehr nah an dem, was mir letztes Jahr mit meiner Mama eben passiert ist, aber es hat mich gar nicht emotional getroffen, sondern eher gelangweilt. Und dann dachte ich, also wenn ihr mir jetzt hier so eine Trauergeschichte erzählen wollt, wo eigentlich keiner trauert, warum wird diese Geschichte dann erzählt? Es war sehr verschachtelt vom Stil her, es war auch sehr holprig. Ich konnte mich auch überhaupt nicht so daran gewöhnen, wie diese Geschichte aufgebaut war. Es wirkte einfach sehr gekünstelt, sehr aufgesetzt, sehr, ja, eben so darauf gemacht, dass es jetzt etwas bewirken soll. Und das wirkte eben einfach unecht und das hat mir einfach nicht gut gefallen. Vielleicht ist der Autor, der ist noch gar nicht so alt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie alt. Ich habe das dann irgendwo ja, bei der Autoreninfo nachgelesen, dass er einfach noch gar nicht weiß, wie man sich als alter Mensch fühlt, welche Gedanken man hat. So hat es sich zumindest für mich angefühlt. Also wie wenn ich jetzt, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass man viel erlebt haben muss oder dass man selbst 80 sein muss, um eben alte Charaktere zu schaffen. Aber vielleicht konnte er sich einfach nicht gut genug in alte Menschen hineinversetzen oder das dann rüberbringen, was er gemeint hat. So hat es auf mich einfach gewirkt. Und ich glaube, dass man sich, wenn man so alt ist wie hier die Charaktere in dem Buch, ich weiß nicht, ob man den Fokus dann tatsächlich auf diese Themen legt und auf so diese Nichtigkeiten, als man jung war. Ich glaube, dass das irgendwann unwichtig ist. Und man merkt das ja selbst, Dinge, die einen mit 16 berührt haben oder zu Tränen gebracht haben, da lacht man heute sehr oft drüber und denkt sich, was konnte ich mich denn darüber früher nur aufregen? Oder wenn ich alte Tagebücher mir angucke von mir und denke mir, oh Gott, Steffi, was hattest du denn da für Sorgen? Mensch, die hättest du heute gern mal. Und ich glaube eben, dass wenn man eben nochmal doppelt so alt ist, dass dann diese Dinge noch weiter weg sind und Unwichtigkeiten noch weniger eine Rolle spielen. Und er hat mir diese Unwichtigkeiten aber zu weit nach vorne gebracht. Und ach, da glaube ich irgendwie nicht, dass das tatsächlich so ist. Es gibt auch zu Beginn, zumindest auf diesen 70 Seiten, keine Interaktion mit dem männlichen Charakter, von dem eben auch eine Perspektive dann folgt. Die wird dann wahrscheinlich erst hinten nachkommen. Soweit bin ich aber nicht gekommen. Also vielleicht wäre da der Aspekt oder dieser Blickwinkel nochmal spannend gewesen. Aber ach, wenn ich einfach auf diesen 70, also ich war auch, glaube ich, einfach ein bisschen genervt, weil ich natürlich einen Tag vorher schon ein Buch abgebrochen habe und war vielleicht auch ein bisschen ungeduldig. Vielleicht hätte ich nochmal 30, 40 Seiten weiterlesen können, sollen, müssen. Aber wenn einem ein Buch halt so gar nicht zusagt, was soll ich dann noch irgendwie, also ja, ne? Warum soll ich da dann, auf was soll ich warten? Also das Gefühl hat dann eben auch einfach gesagt, das wird nicht besser, es ist langweilig, es entspricht gar nicht dem, was ich mir unter diesem Buch vorgestellt habe. Ich dachte eben, dass die beiden schon ein bisschen mehr interagieren, beziehungsweise auch früher eine Rolle beieinander einnehmen und das kam eben nicht und das fand ich tatsächlich sehr schade und es war einfach nicht meine Geschichte, es hat mich nicht mitgenommen und es war auch sprachlich nicht gut und das, ja, das ist manchmal eben einfach so. Kommen wir jetzt aber zu den besseren Büchern der Woche. Auf Ende der Woche wurde es dann auf jeden Fall um einiges besser, nämlich Jeffrey Archer, Berg der Legenden. Wurde von mir gelesen, ist ein Neuzugang aus September 20, ist mir dann eben auch über die Rache des Subs auf meiner Liste gelandet, wurde davon jetzt befreit. Und wie auch schon bei dem anderen Winterbuch, dachte ich hier, wenn du es jetzt nicht im Februar liest, dann ja, dauert es eben einfach wieder, bis du vielleicht im November, Dezember dazu greifst. Es geht hier um die besten Bergsteiger Großbritanniens, die 1924, ja, genau, aufbrechen zu einer sehr gewagten Expedition Richtung Mount Everest. Diesen wollen sie gemeinsam, darunter ist auch George Mallory, der ja bestimmt auch einigen ein Begriff ist, besteigen und es ist seine eigene zweite Expedition. Doch kurz vor dem Ziel verschwindet George Mallory im Nebel und wird dann erst, das ist jetzt auch kein Spoiler, 1999 fand man dann seine Leiche am Berg und fragt sich eben bis heute, was da wohl passiert ist. Wo ist er hingekommen? Ist er abgestürzt? Wie konnte das passieren? Wie konnte das einem erfahrenen Bergsteiger wie ihm eben eigentlich passieren? Und wir erfahren hier eben etwas über das Leben von George Mallory, über sein Studium in Cambridge, seine ersten Bergsteiger-Erfahrungen eben auch mit seinem Mentor und wie es dann eben zu dieser zweiten Expedition gekommen ist, obwohl er nach seiner ersten eigentlich gesagt hat, er macht das nie wieder und wie es dann eben dazu kam, dass er das doch nochmal gemacht hat. Ja, ich bin ein großer Fan von Mount Everest, von Besteigungen, von Bergbesteigungsgeschichten. So wird ein Schuh draus. Und ich fand zum Beispiel der Berg von
Dan Simmons, richtig, richtig toll. Da geht es ja auch um eine Mount Everest-Besteigung und dachte mir eben auch, Jeffrey Archer kann gut schreiben, er kann diese historischen Geschichten gut machen und dachte mir, ja, er wird mich hier begeistern können. Und das hat er definitiv auch. Ich mag den erzählenden Stil von Jeffrey Archer sehr. Man bekommt immer einen tollen Eindruck von der vergangenen Zeit. Es ist ja eine Art Roman-Biografie, wo eben historische Fakten gemischt werden mit Mutmaßungen. Ist das ein richtiges Wort? Mutmaßungen, Anmaßungen? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also Fiktion mit historischen Fakten und man spinnt eben eine Geschichte drumherum, was könnte denn passiert sein? Ich fand, dass die Charaktere sehr gut gezeichnet waren, dass man sie sich gut vorstellen konnte, dass man sich auch die Zeit sehr gut vorstellen konnte, dass wir eben ja fast 100 Jahre zurückliegend sind. Wie waren die Gebräuche? Wie haben die miteinander gesprochen? Wie sind die gekleidet? Wie ist man damals vorgegangen, um auf den Mount Everest zu steigen? Das fand ich wirklich, hat Jeffrey Archer richtig, richtig gut gemacht. Ich fand es auch überhaupt nicht trocken, sondern tatsächlich sehr spannend, sehr mitreißend. Ich finde, dass er das sehr gut recherchiert hat, dass man da wirklich den Eindruck bekommt, man war da sozusagen dabei, man liest hier eine Geschichte von jemandem, der dort eben mit unterwegs war. Man merkt auch an, wie Jeffrey Archer sich einfach bemüht hat, diese Leidenschaft der Bergsteiger uns rüberzubringen, zu zeigen, wie was die antreibt, wie sie da hingekommen sind, welche Gedanken, Ziele man hat, wenn man eben sagt oder auch damals gesagt hat, ich möchte den Mount Everest besteigen. Heutzutage kann das gefühlt ja jeder von uns, wenn man genug Geld hat. Früher war das ja definitiv noch sehr viel anders. Ich fand auch die Erzählungen des Weges und der Besteigung richtig toll gemacht und es hat mich sehr, sehr, sehr gefesselt. Also ich war da wirklich voll dabei und wenn man sich öfter schon mit dem Mount Everest beschäftigt hat, dann weiß man auch, welche Wege so ein bisschen gemeint sind. Man kann das ja auch wunderbar im Internet recherchieren und diese Wege mitgehen, sich anschauen, Ost, West, Nord, welchen Weg sind sie gegangen. Mir persönlich ging es, und jetzt ist das eine Kritik in eine ganz andere Richtung als bei den anderen Büchern, mir ging es manchmal zu schnell. Wo ich vorhin bei den anderen Büchern gesagt habe, das war so zäh und langweilig. Hier dachte ich manchmal, warum hetzt du jetzt so durch die Geschichte? Es wurden spannende Dinge manchmal sehr knapp und schnell erzählt. Ich hätte mir da manchmal mehr Tiefgang gewünscht. Und ich weiß, dass das Buch ursprünglich, glaube ich, auch ein bisschen älter ist. Das ist jetzt in der Neuauflage geschrieben worden. Genau, es ist ursprünglich auf 2009. Dementsprechend würde ich sagen, okay, vor ja, knapp 12, 13 Jahren hat man Geschichten auch noch ein bisschen anders erzählt. Und ich möchte das gar nicht so kritisieren, aber ich dachte mir da manchmal, was rennst du denn hier durch die Geschichte und warum hängst du nicht 50, 60 Seiten dran, das sage ich ja sehr selten, und hast hier noch ein bisschen mehr Emotionen reingepackt, mehr Leidenschaft, mehr Tiefgang in die Charaktere und zu ihren Gedanken. Das hätte ich mir hier tatsächlich gewünscht. Was ich auch ein bisschen nicht so gut fand, waren die Briefe zwischen Mallory und seiner Frau, die ich gut fand, aber die sich eben auch zum Teil sehr oft wiederholt haben. Also ähnlich wie bei dem Buch mit dem langen Winter am Ende der Welt. Wenn halt einer fünfmal seiner Frau schreibt, wie kalt es hier ist und was in ihm vorgeht, wo ich denke, ja, ich wird so gewesen sein, diese Briefe werden wahrscheinlich existieren, aber ich als Leser finde es halt nicht spannend, wenn ich nicht irgendwie was Neues aus diesen Briefen herausnehmen kann. Insgesamt aber ein toller Archer, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn das nach wie vor nicht für mich an die Clifton-Saga rankommt, die hat bei mir einen ganz besonderen Stellenwert bei Jeffrey Archer, finde ich es doch richtig gut, das Buch jetzt gelesen zu haben und ja, was mich eben auch einfach begeistern konnte und mich dem Mount Everest auch mal wieder ein bisschen näher gebracht hat und ich schon dachte, ja, das war schön, dass ich da auch mal wieder so ein bisschen auf YouTube unterwegs war und mir sowas angeguckt habe. Und ja, das hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich das Hörbuch der Woche beendet und zwar eine ganz dumme Idee von Fredrik Backmann. Das ist ein Hörgenuss von der lieben Ruth, ich glaube aus Oktober oder November. Und im Dezember gab es das Buch dann eben auch in deutscher Sprache. Ich packe ihren Hörgenuss auch mal unten in die Infobox. Die Playlist findet ihr immer unten und ich packe auch ihr Video, wo sie so schwärmt, mal unten mit rein. Schaut da gerne mal vorbei. Ich kenne Fredrik Backmann von Ein Mann namens Ove, das mir damals sehr gut gefallen hat, ich in sehr positiver Erinnerung habe. Und Backman ist ja der erfolgreichste Schriftsteller aus Schweden und seine Werke werden ja auch in unzähligen Sprachen übersetzt, so eben dann auch ins Deutsche. Sprecher des Hörbuchs war Steffen Groth, von dem ich schon zwei, drei, vier andere Hörbücher gehört habe und der mir definitiv vom Namen in guter Erinnerung war und ich auch hier sagen möchte, dass mir seine Art des Erzählens sehr gut gefallen hat, mich mitgenommen hat und er das wirklich richtig, richtig toll gemacht hat. Wir treffen in der Geschichte auf
auf zwei Polizisten, Vater und Sohn, die die Opfer einer Geiselnahme befragen müssen. Es ist ein gescheiterter Bankräuber unterwegs gewesen, der in eine Wohnungsbesichtigung hineinplatzt und dort eben alle gerade Anwesenden, die sich die Wohnung angeschaut haben, eben als Geisel nehmen. Diese verhalten sich nicht immer so bei der Geiselnahme, wie man sich das vorstellt, wie man sich das wünscht. Und schon gar nicht, wie man es wahrscheinlich auch irgendwie hätte tun sollen. Und die beiden Polizisten versuchen eben jetzt mit der Befragung, mit der Aufklärung des Falls der Stadt zu beweisen, dass sie diesen Fall allein lösen können, bevor dann eben die Polizisten aus der Großstadt kommen, die da so ein bisschen ja kritisch beäugt werden und man sich so fragt, was sollen denn die besser machen können als man selbst. Es gibt hier diesen Konflikt zwischen Vater und Sohn. Es gibt verschiedene Motivationen, die uns erzählt werden, warum ja zum Beispiel auch der Sohn dann eben Polizist wurde, was dahinter steckte. Und ja, das ist dann so ein bisschen diese Geschichte gespickt mit diesen unterschiedlichen Charakteren, eben bei der Geiselnahme, dem Bankräuber und auch dem Polizisten, die hier zu einem wunderbaren Schauspiel werden. Es ist ein sehr humorvolles Wohlfühlbuch, bei dem man wirklich alle Emotionen bekommt. Also man kann nicht nur lachen oder schmunzeln, man kann auch miträtseln, man kann auch mal schockiert sein, man kann auch mal ein Tränchen in den Augen haben. Also es war alles an Emotionen dabei. Es war wirklich ein wohliges Buch, was wirklich einen sehr speziellen Humor hat. Und da kommen wir vielleicht auch zu dem Kritikpunkt, warum es bei mir vielleicht nicht ganz zu einem Highlight gereicht hat. Es war nicht immer mein Humor. Also ich kann verstehen, was Backmann uns hier erzählen möchte, wie seine Art Humor funktioniert, und die mag ich auch. Aber an mancher Stelle dachte ich, naja, ja, musste der jetzt auch noch irgendwie sein. Also er ging mir manchmal so in eine Richtung, wo ich dachte, ja, das trifft nicht ganz meinen Nerv. Es ist aber schon schwierig, immer Leute zum Lachen zu bringen. Das sagt man ja auch oft. Man kann Menschen viel einfacher zum Weinen bringen als zum Lachen. Und es war unterhaltsam, es war gut. Das wäre aber vielleicht so ein bisschen meine kleine Kritik daran. Ich fand es eine irre Geschichtsidee, die er uns hier auch mit einem verrückten Plot wirklich erzählt. Es ist definitiv etwas Überraschendes, was wir hier lesen oder auch hören können. Und ich glaube auch, dass einem diese Geschichte lange im Gedächtnis bleiben wird. Es fängt ein bisschen belanglos an, hatte ich zumindest den Eindruck. Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Aber es wurde dann eben auch irgendwie spannend, wie es erzählt wurde. Also diese Belanglosigkeiten von den anfänglichen Gesprächen und Verhörungen und wie die Charaktere auch so reagiert haben, das sitzt man wirklich erstmal so irritierend da und denkt, hä, was höre ich da? Also gar nicht negativ, sondern einfach nur, dass man irritiert ist. Und dann wird es aber spannend und man merkt dann eben, wie sich auch diese Fäden von Backmann so zusammenbringen lassen. Und ich fand auch, dass das als Hörbuch richtig gut geklappt hat und ist, glaube ich, mir auch als Hörbuch viel besser gefallen hat, als wenn ich es selbst gelesen habe. Es ist, wie gesagt, schon ein sehr spezieller Humor. Der Stil der Geschichte ist sehr witzig, es ist bewegend, es hat sehr viele Emotionen, die aufgebaut werden. Und es ist auch irgendwie sehr geistreich erzählt, fand ich. Also es ist schon sehr speziell. Man merkt hier, dass man schon einfach ja, bei dem schwedischen Autor etwas anderes erwarten kann, als zum Beispiel bei einem Amerikaner oder auch bei einem deutschen Autor, dass der Fokus oft auf andere Dinge gelegt wird, was es für uns wahrscheinlich im Lesen sehr speziell macht und auch mal spannend und innovativ, wo aber wahrscheinlich ja, schwedische Leser denken, naja, so schreiben all unsere schwedischen Autoren. Würde ich jetzt einfach mal so vermeiden, weil natürlich jedes Land, jeder Autor ja auch von seiner, wo er aufgewachsen ist, von seiner Kultur auch irgendwie geprägt ist. Ich würde gerne so ein bisschen noch dazu sagen, dass ich mir bei ein, zwei Themen gewünscht hätte, dass es so ein bisschen eine Triggerwarnung gibt, auch wenn es mich jetzt persönlich nicht betroffen hat und dementsprechend auch nicht so gestört hat, fand ich doch, dass hier sehr ernste Themen wie Suizid, Trennung, Einsamkeit ein großes Thema sind, wo ich dachte, das wurde schon sehr deutlich erzählt und ich glaube, da wäre es gut gewesen, wenn man so ein bisschen den Hinweis gehabt hätte. Also wer solche Themen vielleicht nicht so kann, ja, der tut sich da vielleicht ein bisschen mit schwer. Das, ich weiß, Triggerwarnungen sind umstritten. Es ist jetzt auch hier überhaupt kein Spoiler, dass das irgendwie Themen sind. Aber irgendwie so ein Hinweis darauf, dass es eben nicht nur eine humorvolle, lustige Geschichte ist, sondern eben durch die Emotionen, durch die Art, was eben Dinge auch hervorbringen, ja, sollte man es nicht nur als lustige Geschichte sehen, sondern eben auch durchaus mit Ernsthaftigkeit, die eben auch durch diese kuriosen Begegnungen oder durch diese merkwürdige Geiselnahme und diese Zusammenstellung der Charaktere, dass da eben auch Dinge einfach hochkommen, erzählt werden, wichtig sind, ja, die dann eben auch erst
lustig werden, aber das eben nicht von vornherein sind. Hat das jetzt irgendwie Sinn gemacht? Ich hoffe. Also ein tolles Buch. Ich danke Ruth auf jeden Fall für den Hörbuchtipp. Hat auch im Deutschen super funktioniert. Ich glaube, Ruth hat es selbst ja in Englisch gehört. Ich fand es auch in Deutsch richtig, richtig toll. Und es wird nicht mein letzter Backnum sein. Also ich werde jetzt mal gucken, was von ihm noch so ein bisschen als Hörbuch erhältlich ist, weil mir das definitiv Spaß gemacht hat. Und ich denke, ja, wenn ich jetzt schon hier so zwei gute Bücher von ihm gehört habe, da wird sich ja bestimmt noch das ein oder andere von ihm finden. Und dann kommen wir zum letzten Buch der Woche, ein Büchlein, zu dem ich Sonntagabend gegriffen habe, weil ich dachte, ach ja, das ist blau, passt wieder so in den Winter. Und ja, es ist recht dünn, das schaffst du wahrscheinlich heute noch und da liest du jetzt einfach mal rein. Und dann habe ich es auch am Sonntagabend in einem Schwupps gelesen. Es hat aber auch nur, ich glaube, keine 180 Seiten. Von daher, ja, war das auf jeden Fall eine schöne Sonntagabend-Lektüre. Es ist Das unvollkommene Leben oder Wie das Glück zusammenfand von Francesc Mirales. Habe ich im letzten Jahr, glaube ich, als Mängelexemplar mitgenommen und für mich passte das einfach in den Sonntag noch perfekt hinein. Es gibt wohl auch noch ein weiteres Buch des Autors rund um Samuel, das wusste ich aber nicht. Hat mich jetzt bei diesem Buch auch irgendwie gar nicht gestört, beziehungsweise dadurch, dass ich es ja erst später mitbekommen habe, ja, also weiß ich jetzt gar nicht, welches der beiden Bücher vielleicht die erste Geschichte irgendwie ist. Zum anderen habe ich jetzt festgestellt, dass der Autor, auch der Autor ist, der das Ikigai-Buch geschrieben hat. Das war mir auch gar nicht so bewusst, aber ist auf jeden Fall auch spannend, um zu sehen, dass er sich eben dann doch mit dem japanischen, asiatischen Leben ein bisschen mehr beschäftigt hat. Wir treffen, wie es der Titel der Geschichte schon sagt, wir treffen auf Samuel, der so ein bisschen gezeichnet ist vom Leben, der viele Dinge in seinem Leben nicht so richtig verkraften konnte, die ihm passiert sind. Er musste auch auf seine große Liebe 30 Jahre warten und als sie dann eben zusammenkommen, kommt sie von der Paris-Reise nicht zurück. Doch dann erhält er Postkarten von jemand Unbekannten und diese führen ihn dann eben nach Japan. Dort will er den Absender suchen und herausfinden, wer ihm diese Karten geschickt haben und begibt sich jetzt eben auf ein ganz besonderes Abenteuer und wir gehen mit ihm auf dieses Abenteuer. Er lernt dort viele besondere, interessante Menschen kennen und auf dieser Rundreise durch Japan erleben wir eben gemeinsam sehr viele Dinge mit Samuel, wie er dann eben auf der Suche nach dem Glück ist, nach einem besseren Leben und natürlich auch die Frage, ob man das, weil man dann eben an einem anderen Ort ist, auch findet oder ob es überhaupt Sinn macht, das Glück woanders zu suchen und was ist Glück und all diese Themen sind hier so ein bisschen drin. Es war eine sehr schöne Geschichte, die mir gut gefallen hat, die mich auch abgeholt hat und mitgenommen hat, allerdings hat doch so ein bisschen was mir nicht ganz so gut gefallen hat. Es ist ein sehr bildhafter Erzählstil, der uns Japan und auch die Menschen sehr gut rübergebracht hat, sehr nahe gebracht hat, diese Begegnungen richtig toll ausgearbeitet waren und ich das richtig schön fand. Ich mochte es auch, dass wir einige Zitate von bekannten Schriftstellern wie zum Beispiel Murakami hierin eingeflochten gefunden haben. Das fand ich richtig gut. Überhaupt, dass eben Bücher aus dieser Region beschrieben wurden, dass Autoren genannt wurden, dass hier auch mal ein bisschen philosophiert wurde über Bücher und Geschichten. Es war ein sehr guter Einstieg in das Buch. Also ich bin da gut reingekommen. Der Mittelteil war dann ein bisschen und das Ende wirkte dann wiederum total gehetzt. Also man könnte fast meinen, dieses Buch, also entweder hat der Autor dieses Buch auch irgendwie so in drei Teilen geschrieben, also vielleicht auch zu verschiedenen Zeiten. Es hat auf mich sogar so ein bisschen gewirkt, als wären da drei Autoren am Werk gewesen. Also weil der Anfang sprachlich noch ganz anders war, mitreißend, spannend, interessant, poetisch. Im Mittelteil wurde sich dann so ein bisschen verloren und irgendwo war es sehr banal und am Ende ging alles dann so schnell, dass ich dachte, jetzt, ich habe nur noch 20 Seiten, wie kann das sein? Also es war tatsächlich ein bisschen ein merkwürdiges Lesen, was mich dann eben doch auch so ein bisschen immer mal rausgebracht hat. Das Ende, ich kann grundsätzlich mit dem Ende leben, fand aber die Art, wie wir da hinkommen und wie schnell das alles ging, einfach nicht so richtig treffend und gut. Und ja, es ist schon ein ruhiges Buch, ein langsames Buch, was ich auch gar nicht schlimm finde. Aber gerade der Mittelteil, das ist, ja, ist manchmal ein bisschen schwierig. Also ja, dennoch glaube ich, mich lächelt durchaus das andere Samuel-Buch an, weil mich schon interessiert, da gibt es glaube ich auch irgendwie, oder hat der Autor irgendwas noch mit einer Katze? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Hier werden glaube ich nur die Maneko, irgendwie gibt es noch was mit einer Katze, ich bin jetzt gar nicht sicher, wie es hieß, es ist der Epilog.
Ja, auf jeden Fall fände ich das auch noch ansprechend und vielleicht gucke ich da auch erstmal in die ein oder andere Rezension. Es war eine schöne Geschichte, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, man muss das gelesen haben oder ich nehme da ganz viel mit. Das tatsächlich eher nicht, aber ja, grundsätzlich war es eine schöne und gute Geschichte. Und neben den Büchern habe ich dann auch ein bisschen Serie geschaut. Schon die Woche vorher habe ich mit dem Rewatch der ersten Staffel der Süßen Magnolien begonnen. Und ab Freitag war dann jetzt, glaube ich, auch die zweite Staffel verfügbar, wo ich jetzt auch ein paar Folgen mir angesehen habe. Und wo ich einfach mal so dachte, da kann ich auch kurz ein bisschen drüber sprechen. Die Süßen Magnolien beruhen, glaube ich, auch auf eine Buchreihe. Wir sind hier eben in einem kleinen Städtchen und begleiten eben die drei Süßen Magnolien. Das sind drei Freundinnen, die wir auch schon in der ersten Staffel eben kennengelernt haben. Alle so mit ihren Problemen und ihren Nöten, aber sie selbst sind eben sehr eng miteinander verbunden, teilen jedes Problem, sprechen über alles und sind eben auch in ihrer Gemeinschaft in diesem Städtchen sehr aktiv. Es hat durch dieses kleine Städtchen-Feeling für mich, oder Städtchen-Gefühl, schon so ein bisschen Gilmore Girls-Feeling, das möchte ich tatsächlich sagen. Wir haben eben dieses Städtchen, wir lernen viele Nebencharaktere kennen. Es gibt für mich an mancher Stelle zu viel Drama und auch zu viele Nebengeschichten. Ich glaube, man hat sich da so ein bisschen versucht, an This Is Us zu orientieren, was für mich aber nicht ganz so gut klappt wie bei This Is Us, wo ich ja wirklich die ersten drei Staffeln großartig fand und ich auch unbedingt, wenn jetzt die letzte Staffel da ist, auch das nochmal von vorn anfangen möchte. Es ist manchmal einfach ein bisschen zu viel. Da haben wir hier drei jugendliche Stories, da kommen die drei Hauptcharaktere, dann hat auch noch der Rektor und der Bürgermeister eine Nebengeschichte und irgendwie fühlt es sich manchmal nicht ganz rund an. Die zweite Staffel, die fünf Folgen, die ich glaube ich geguckt habe, haben definitiv eine andere Dynamik. Sie sind schneller erzählt und gefühlt wurde bis jetzt in jeder Folge auch mindestens einmal gesungen. Wo ich mir denke, wo kommt jetzt auf einmal der Gesang her? Also, ja, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen komisch. Was mir sehr gut gesamt an dieser Serie gefällt, sind zum einen schon die Charaktere, die eben auch durchaus alltägliche Probleme einfach haben, neben dem Drama, aber wo man einfach sagen kann, okay, das fühlt sich für mich plausibel an, das fühlt sich für mich auch irgendwie authentisch an, das fand ich richtig gut. Es werden auch Fehler besprochen, es wird sich auch tatsächlich mal entschuldigt, gerade für schlechtes Benehmen oder wenn ein Kind einfach mal ausflippt, dass man da auch mal sieht, okay, damit kommt es nicht einfach durch, sondern es wird darüber gesprochen oder auch wenn sich mal ein Mann, egal in welchem Verhältnis er jetzt zu der Frau steht, Freund, verheiratet oder was auch immer, es wird da eben auch mal sowas angesprochen, wenn er sich nicht gut benommen hat oder auch wenn sie mal einen Fehler gemacht hat, wo ich denke, es fühlt sich sehr erwachsen an, es fühlt sich sehr echt an und so wie, finde ich, eben auch Leben in vielen Situationen funktioniert. Was ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass wir hier eine sehr religiöse Gemeinschaft haben, was ich jetzt gar nicht schlecht finde. Ich selbst bin aber nicht so der größte Fan einfach von Religionen und habe so mein Problem, wenn in jedem dritten Satz Gott gedankt wird oder Gott wird auf dich achten, Gott wird dich beschützen, ich werde beten für dich. Das finde ich manchmal ein bisschen viel. Vor allem, wenn man als Zuschauer diesen Bezug nicht ganz so fühlt, nicht ganz so mitgeht. Ich fand es auch manchmal ein bisschen so gezwungen. Und dachte mir, es nimmt so ein bisschen die Dynamik auch raus. Also nichts, wie gesagt, dagegen, wenn jemand religiös ist, wenn jemand glaubt, das finde ich, steht jedem absolut frei. Es hat sich für mich ja manchmal so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, nach Gehirnwäsche angefühlt, klingt das gleich so extrem mächtig und böse. Aber ich dachte, macht man das, also gibt es wirklich Menschen, die ihrem Alltag in jedem dritten Satz irgendwie eine Erwähnung dazu finden? Und ich persönlich kenne niemanden. Ich fand, das hat sich einfach so ein bisschen komisch angefühlt. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen ein großes Problem mit dem Alkoholkonsum gehabt. Also die drei Mädels oder Frauen, die drei Frauen treffen sich einmal in der Woche zu ihrem Margarita-Abend. Dagegen spricht auch erstmal nichts. Aber bei jedem Problem, was sonst auftaucht, lass uns hier mal einen Cocktail trinken, lass uns hier mal einen Wein trinken, lass uns hier mal drauf anstoßen. Also der Alkoholkonsum, der da gezeigt wird und auch, dass er eben ein Problemvermeider ist, ein Problemlöser ist, das fand ich tatsächlich ein bisschen kritisch. Und ja, es ist, richtet sich diese Serie schon eher an junge Menschen, also oder an junge, also an Erwachsene, nicht an Jugendliche. Von daher kann man noch sagen, okay, jemand, der eben über 20 ist, der weiß schon, wie ist der Umgang mit Alkohol für sich selbst gut. Und es spricht auch gar nichts dagegen, wenn man Bierchen gerne trinkt, man Sekt trinkt, man Wein trinkt. Das möchte ich gar nicht verteufeln. Auch ich trinke
immer mal wieder Alkohol. Also ich bin da niemand, die da dagegen ist, aber so diese vermehrte Zeigen von Alkohol, also es gibt gefühlt auch keine Folge, wo nicht 3 Gläser Alkohol getrunken wurden. Und das fand ich schon ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich da einfach ein bisschen komisch drin bin. Aber wenn man bei jedem Problem immer gleich sagt, so, lass uns erstmal was trinken, dann sieht die Welt besser aus, dann denke ich mir, puh, das könnte ja auch irgendwie ein Suchtproblem sein. Und jetzt bin ich wahrscheinlich einfach manchmal zu kritisch. Das ja, mag durchaus auch sein. Ich möchte das gar nicht abstreiten. Und ja, das finde ich persönlich einfach ein bisschen schwierig. Aber sonst, und ich weiß, jetzt war es auch ein bisschen gemeckert, mag ich die Atmosphäre dieser Serie sehr gerne. So diese Städtchen, diese ruhige Art des Erzählens, und dass man eben auch so einen festen Kreis an Charaktere hat, den man begleitet, aber auch so Nebencharaktere hätte. Ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass es ein bisschen weniger Geschichten sind, ein bisschen weniger Drama und man vielleicht auch ein bisschen länger einfach so in manchen Sequenzen drin bleibt, weil das ist manchmal schon auch ein bisschen schnell, weil man muss ja irgendwie 5 Handlungen gleich erzählen. Aber kann ich empfehlen, finde ich definitiv schön. Also ich glaube, wer Gilmore Girls mag, der wird hier auch seine Freude dran haben. Ich würde es vielleicht auch vergleichen mit Virgin River. Da fand ich ja die erste Staffel auch noch ganz okay. Ich bin ja dann erst bei der zweiten abgesprungen, wo das Drama dann einfach unermesslichen Raum eingenommen hat. Und ich dachte, das kann einfach gar nicht sein. Und ja, aber so vom Gefühl würde ich die alle so ein bisschen mit reinnehmen. Wer so ein bisschen Wohligkeit möchte, auch vielleicht so ein bisschen, ja, schönes Wetter sucht, der ist da auf jeden Fall richtig. Ich weiß gar nicht, ob es eine dritte Staffel geben wird. Das habe ich jetzt noch gar nicht gelesen. Mal sehen, werde ich mich vielleicht dann mal, wenn ich die zweite Staffel beendet habe, so ein bisschen spoilern lassen, ob es eine dritte Staffel geben wird. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Serie, wo man wirklich ein paar Staffeln gut was erzählen kann. Und ja, ich glaube, das war es jetzt mit Büchern, Serie. Ich glaube, der Notizzettel ist abgearbeitet. Bei mir ist im Übrigen eine kleine Ariel eingezogen. Ich habe ja den lieben Donald geschenkt bekommen. Also das sind ja diese Nuimos, weil ich sie jetzt hier so sehe. Neben Donald, der muss nicht mehr allein sein, ist bei mir diese kleine Ariel eingezogen, die auch schon umgezogen ist in einem, ja, coolen Outfit. Ich glaube, aus dem Mandalorian-Universum, und hat auch einen kleinen Rucksack dabei. Also ich finde die super, super süß. Und Ariel hat unter ihrem Meerjungfrauenschwanz, der im Grunde wie ein Rock ist, tatsächlich Füße. Und mein Donald ist jetzt nicht mehr allein, sondern hat jetzt eine Freundin. Und jetzt könnte man sich fragen, Mensch, Steffi, warum ist denn nicht Daisy Duck bei dir eingezogen? Ich muss sagen, ich mag Daisy nicht. Alleine wie die Donald immer behandelt mit ihrem Gustav Gans. Nein, muss ich nicht haben, aber Ariel ist ja eine meiner liebsten Disney-Prinzessinnen und dementsprechend finde ich es jetzt ganz schön, dass sie auch bei mir eingezogen ist. Und ja, ich glaube, jetzt genug geplauscht. Ich bin sehr gespannt, wie euer Februar so gestartet ist mit den Büchern. Lasst uns da gerne mal ein bisschen austauschen in den Kommentaren. Was war euer erstes Buch im Februar? War schon irgendwie ein Highlight in diesem Jahr dabei? Super gerne in die Kommentare, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.